Hallo zusammen, es ist 18.19 Uhr, wir haben Mittwoch, den 11.11. In diesem Film geht es wieder um den DAX und zwar um die kürzeren Zeiteinheiten. Ich fange direkt an hier mit dem Tageschart, sprich eine Kerze, ein Tag. Wir haben diese 11.000, außerbörslich waren es ja 300, wir haben fast 2.000 Punkte gemacht in wenigen Tagen. Das ist heftig. Da waren also ein paar Bewegungen dabei, die waren so brutal, also zum Beispiel der Airbus 22% oder hier die Fraport, das waren ja fast 50%, was die dann gestiegen sind. Manche sind schon ein bisschen arg übertrieben. Dagegen wurden halt die Lieferservice und so, die wurden halt dann dementsprechend zurückgenommen. Wir stehen im Moment bei 13.224. Und das ist die Zone, die wir hier haben. Ich gehe mal hier mit dem Fadenkreuz ran. Die begleitet uns schon eine ganze Zeit lang. Die sind im obersten Bereich dieser Seitwärtsphase. Und da sind wir hier von 13.200, geht die hoch bis 13.000. Hier, wo war das? Das war 13.460 im Extremfall. Wir haben fast keine schwarzen Kerzen. Wir haben fast keine Korrekturen. Aber das sehen wir gleich auf 4- und 1-Stunden-Chart besser. Wir sind noch positiv über das MACD. Hat auch und schön reingelassen. Das war hier bei dieser Kerze. Das war gut. Wir haben in Verbindung damit das Kaufsignal gehabt über die Stochastik. Das war also ein, ja, ich sollte es nicht sagen, sicherer Kauf. Das ist nicht in Ordnung, ja. Das war ein Kauf, der ein geringeres Risiko hatte. Sagen wir mal so. Das hier war dann der Stop. Ja. So, gehen wir mal auf die 4 Stunden. Also vom Tag her sieht es noch okay aus. Ich habe keinerlei Umkehrsignale. Auf 4-Stunden-Basis. Das ist wie an der Linie gezogen. Da war lediglich, ich glaube, das war der letzte Dienstag. Das war auf jeden Fall der 4.11. war diese Geschichte, wo er morgens ganz heftig runtergekommen ist auf die 11.800 und hat sich dann richtig schön durchgewühlt nach oben. Das sieht alles in Ordnung aus. Wir haben halt diverse Gaps, wie zum Beispiel das hier bei 12.500. Das ist ein fettes Gap. Aber jetzt schauen Sie mal hier die Technik. Wir sind auch hier bei dem Widerstand 13.470 und wir schaffen es im Moment nicht aus eigener Kraft 13.300, ich glaube 30 war das hoch. Nee, gestern war es 13.306. Also aus eigener Kraft, das wird schwierig. Ja, das ist wirklich schwierig, da drüber zu kommen. Gleich bei der Stunde wird es noch ein bisschen deutlicher und interessanter. Hier haben die gleitenden Durchschnitte mal richtig gut funktioniert, aber es ist ja auch die kürzere Zeiteinheit. Ja, die haben hier auch hervorragende Arbeit geleistet, hier schon wieder nicht. Das muss man mit Vorsicht genießen. Wir haben hier noch keine nennenswerten Umkehrsignale. Aber gleich in der Stunde, wie gesagt, wird man es nochmal anders sehen. Hier, wir sind also hier, werden wir negativ, hier sind wir bereits negativ und der Oszillator gilt als heftig überkauft, aber gibt kein Verkaufssignal. Das sieht so ähnlich aus wie eben im Tageschart. Und ich suche ja immer nach Widerständen und Unterstützung. Gucken wir uns jetzt nochmal die Stunde an. Hier ist die Stunde und das finde ich das erstaunlich Gute. Wir haben diese Bewegung gemacht. Und anstatt hier mal richtig zu korrigieren, ja, das ist ja nicht viel hier, was er da gemacht hat, ja, es sind 400 Punkte, als absolute Zahl mit Sicherheit nicht verkehrt, aber es ist nicht viel. Aber letztendlich baut der die gesamte Technik, ich muss das hier mal ein bisschen hoch machen, baut er die gesamte Technik in der Seitwärtsphase ab. Das ist sehr gut. Also aus Sicht von Stundenhändlern würde ich sagen, okay. Weil stellen Sie sich mal vom Kopf her vor, hier fixen alle möglichen Leute rein. Ah nee, der geht da nicht hoch, der wird schon runtergehen. Und dann ist hier der stundenlange gewartet. Der kommt nicht runter, der kommt nicht runter. Da muss das nur einen kleinen Ditch machen. Und da werden die ganzen Stops geholt. Das ist das, was ich fast befürchte, dass es passieren kann, dass wir uns nochmal hier die 13.300 holen. Die Stops hier, die hier eingegangen wurden, oder die Shorts hier, da gestoppt werden und dann nochmal einen Schnaps drüber machen. Und erst wenn es dann den Norden abgearbeitet hat und die, wie ich das immer nenne, schwachen Hände raus sind, erst dann kommt er runter. Das ist, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit drin. Von der Technik sind wir hier auch negativ. Aber wie gesagt, es baut sich alles ab in einer absoluten Seitwärtsphase. Und das ist ganz typisch für den Markt, wenn wir so eine Bewegung haben, dass die Bewegung am Tag drauf und auch am zweiten Tag danach ganz, ganz klein sind. Also ich bin dann schon meistens gar nicht mehr dabei, weil das ist mir dann, die Erfahrung habe ich zu sagen, okay, da kam ein fetter Move, der muss erstmal verdaut werden. Diese Schockstarre muss ich auflösen. Ja? Und das ist das, was wir momentan haben. Wir sind auch hier überkauft in der Stunde. Das heißt, das Risiko ist größer als das Potenzial. Aber ich muss befürchten, dass der nochmal hier so drüber geht. Ab wann wird er negativ? Das ist bei mir eigentlich dieser Punkt hier. Da sind wir bei der 12.900.
Wer ein bisschen aggressiver reingeht, der kann natürlich sagen, nee, das machen wir schon unter der 13.100. Das ist auch gut möglich. Ja? Also ich möchte jetzt erstmal nicht dabei sein, weder long noch short, das ist mir zu heiß. Was ich nicht machen werde, ich werde nicht kaufen, wenn wir das Ding hier überbieten. Dann warte ich, bis diese schwachen Hände draußen sind, die hier reingegeben haben. Das ist ja hier ein Doji nacheinander. Das ist also schon erstaunlich. Das sieht aus wie so ein Reißverschluss. Ja? Also ich werde hier nicht long reinkaufen. Ich warte dann eher, dass ich hier in diesem Bereich nochmal was geben kann. Da suche ich auch gleich einen Put. Also wie gesagt, eine Unterstützung ist hier, dieser Bereich so 13.020. Die nächste ist 12.900. So sehe ich das. Und jetzt gucken wir mal hier. Ich habe folgenden Schein. Der ist jetzt erstmal ein bisschen langweilig. 12.353. Da sind wir hier. Unter diesem Low, was wir hier gemacht hatten, ja, unter dieser Korrektur. 12.353, das ist die GF65VH. Das wäre einer, ich werde es nicht machen, der in Frage kommt, wenn wir hier drüber gehen. Aggressiver ist diese Variante hier, unter der 12.900. Da muss ich aber schon den Hebel mal ordentlich anziehen. Hier, der passt. 12.885. Das hat einen Hebel von im Moment von fast 40. Da sind wir also ungefähr hier. Unter diesem letzten Mini-Verlaufstief. Das ist die GF69HN. Gustav Friedrich 69 Heinrich Nordpol. 12.885. Das wird die Geschichte dafür, für die Leute, die glauben, okay, hier, das schaffen wir, da gehen wir hoch, wir nehmen das hier noch raus. Und dann mal gucken, das ist für die Leute. Den Put setze ich hier an, weil... Mal schauen, ob ich das hier hinkriege. Hier hatten wir am 3.9. dieses Zwischenhoch. Deswegen, ich möchte hier hinter sein. Ich möchte hinter der 13.500 einen Put suchen. Ich gehe also hier auf Put, beziehungsweise auf Short. Und der erste hier mit einem auch fast 40er Hebel, der passt, der ist gut. 13.582. Das ist die GB9KH9. Gustav Bertha 9, Karl Heinrich 9. 13.582, da bin ich ein bisschen weiter hier oben, da bin ich ungefähr hier. Das passt, aber der muss gestoppt werden, wenn wir das alte Hoch bei 13.470 um 25 Punkte überbieten. Dann muss er gestoppt werden, da gibt es kein Wenn und Aber, weil dann rennt er durch. Dann habt ihr wieder so eine Buyer Stampede. Ich bin der Meinung, der Markt wird sich ein bisschen beruhigen. Die Volatilität wird rauskommen. Wir hatten heute also eine minimale Schwankung, ich glaube es war mit Mühe und Not mal 100 Punkte. Das entspräche einer Volatilität von etwas unter 16, bei 15. Aber soweit ich weiß, ist der VDAX noch deutlich höher. Also das ist, noch ist das nicht ruhig genug, auch wenn zwei Imponderabilien, Trump und Corona, erstmal so ein bisschen, sagen wir mal, reduziert werden. Das ist kein Freibrief hier, aber ich bin der Meinung, es reduziert sich alles, sodass die technischen Indikatoren durchaus doch besser arbeiten werden in den nächsten Wochen. Und das sollte so ab Freitag rum anfangen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.